Was zur Hölle ist das? Fuck, dieses Spiel ist krank. Es ist offiziell, dieses Spiel ist verdammt krank. Blaubart heißt der Typ. James Blaubart. Körper hängt von der Decke wie nasse Wäsche. Wie gehäutete Hasen, verstümmelte Männer, gejagt und ermordet. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten teilt Gewalt von verdorbener Lust. Welche Geschichte er sich auch immer wieder erzählt, er schafft keine Frauen, um ihnen Kinder zu gebären. Er schafft Frauen, um sie umzubringen. Lisa, ich will diesen Ort mit allen Beweisen, dass er je existierte, bis auf den Grundmauern abbrennen. Die Murkoff Corporation vernichten. Ihn in Schande begraben, ihnen das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen. Dieser Mann glaubt, er sei verliebt. Er ist überzeugt, die Therapie habe ihm geholfen. Es stinkt alles nach Tod und Angst, Pisse und kupfernes Blut, Fleisch, das zu Aas wird. Alter, verdammt I. Sind das alles Männer, die zu Frauen gemacht wurden? Was ist das? Okay. Um die da oben festzuhalten. Die am Boden fixiert. Alter, es ist so abartig. Schien mal eine Sporthalle gewesen zu sein. Naja. Das heißt, nächstes Mal, wenn ihr eure Sporthalle betretet, falls ihr in eine betretet, naja, denkt mal an dieses Szenario. Schaut mal an die Decke und vielleicht seht ihr ja auch sowas in der Art. Diese armen Menschen. Wir sind auch nicht gerade gut dran. Hier haben wir noch ein Reck. Wenn ihr nächstes Mal im Reck seid, ne, daran denken. Okay, und dem Lehrer Bescheid geben, falls ihr doch was seht. So wie in der Art, weil ich glaube, das ist nicht gesund. Oder dem Trainer oder whatever. Nein! Shit. Viel kann man, glaube ich, aus seinem Lied entnehmen. Er gewinnt nicht mehr an Distanz, er kommt näher. Ich will ein Mädchen wie jenes, das Paar heiratete. Seine Mutter. Sie war eine Perle und war die einzige, die Paar hatte. Wahrscheinlich ein Mütterchenkomplex. Vater war wahrscheinlich schlecht zu der Mutter, hat sie geschlagen, würde ich mal sagen. Ein altmodisches Mädchen mit einem Herz aus Gold, die nur mir ist hold. Hat sie wahrscheinlich geschlagen, vielleicht auch missbraucht, weiß man nicht. Und er hing wohl sehr an seiner Mutter. Und deswegen hat er einen kleinen Hass auf seinen Vater und versucht deswegen, Männer zu Frauen zu machen. Mit ihnen eine Familie zu gründen, um genau das zu sein, was sein Vater nicht war. Weil er eine nette Frau haben möchte, wie damals seine Mutter. Okay. Sing weiter, ich muss dich orten. Das Problem einfach, sind am Arsch, weil wir nicht rennen können. Deswegen sind wir einfach total am Arsch.
mit der humpeln muss. Das tut mir echt leid. Oh, hier geht's ja gar nicht weiter. Das ist äußerst schlecht. Fuck, schnell. Bevor er noch kommt. Hier geht's auch nicht weiter. Aber hier. Nein. Nein. Wo ist der Typ? Auch da vielleicht? Fahren wir ab? Hä? Strange, habe ich gerade gar nicht gesehen. Okay, ich muss mal nachladen, bevor der gleich... Was ist denn das da unten? Das Runde da hinten. Tisch? Okay. Dein Ernst? Ich komme, Schatz. Lass uns heiraten. Nein! Ich verdiene es nicht mal zu leben. Sagt der, der massig Menschen gekillt hat. Das hätte ich schneller machen müssen. Es tut mir leid, ich war zu langsam. Was laberst du für einen Scheiß? Nein! Nein, 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 wir sind am Arsch. Wir sind offiziell gefiekt. Wir sind gefiekt. Ah, nein. Okay, nein, wegrennen wäre jetzt keine gute Option. Halt die Schnauze. Du bist die größte Hure. Schon mehr Geschlechtsteile in der Hand gehabt, als wir alle zusammen. Naja. Hast sie auch alle auf eine schöne Art und Weise entsorgt. Fuck, er müsste hier entlang sein, aber wir müssen auch hier entlang. Nein! War das so schlau, hier lang zu laufen? Ich finde schön, dass der extra langsam läuft, damit der. Naja, damit wir wegrennen können. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Oh, wir haben so ein Glück. Nein! Oh. Okay. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr genau, wo wir lang müssen. Ich glaube, die Sporthalle geradeaus und dann links. Kommt man da noch durch? Ich weiß es nicht. Fuck. Hoffentlich läuft er nicht in die Sporthalle. Der darf nicht in die Sporthalle laufen. Hoffentlich ist er da. Nein, ist er nicht. Was chillt er die ganze Zeit in der Sporthalle, Alter? Okay, jetzt ist er hier. Verzieh dich. Stirb's alleine, du Scheißer. Sag mir wer. Bist du etwa unter vielen Menschen? Ja, unter vielen toten Menschen. Ich kann ihn nicht orten. Ich höre nichts. Steht er gerade still? Ist er weg? Ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht, hier rauszugehen. Sollen wir es wagen? Ich höre ihn. Lauf bitte mal in die andere Richtung. Nicht wieder in die Sporthalle.
Oh, ich glaube, er ist drüber gesprungen. Da war das Ding hin. Können wir überhaupt lang? Ich hoffe, wir können da hoch. Okay, wir sind safe. Geht da hoch. Oh, Gott sei Dank geht das. Da ist der glatzen Typ mit den Schuppen. Okay, wir müssen hier entlang, das weiß ich noch. Hier war die Küche. Und so wie ich den netten Herrn kenne, kommt er auch definitiv hier entlang. Wir haben keine Batterie mehr frei. Okay, wir können dadurch. Ja. Ja. Nein! Oh, James! Fuck! Das war doch klar. One more. I try and I try. You all betray me. Verkau doch zurück. You can hang. Nein! Like the rest of them. Nein! Nein! Kranke Sau! Verpiss dich! Fuck! Heavier than you look! Scheiße. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine our anniversary. Scheiße, jetzt muss doch was passieren. Was passiert da? Hold still. God damn it, what are you? Oh, damn it, darling. No, you need to behave. Komm schon, los, los. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was wir getan haben. Stirb. Stirb einfach. Stirb einfach. Ich weiß nicht genau, wie wir das geschafft haben. Ich glaube, wir haben unser Gewicht da einfach verwendet und es schwerer gemacht, gezappelt, gestrampelt und ihn da selbst hochgezogen. Aber ich habe mich vorhin nicht getraut, es auszusprechen. Aber ich habe mir gedacht, als wir im Badezimmer waren, Junge, du wirst heute noch sterben, du Sack. Ja. Das war ja auch irgendwie klar. Und da haben wir es auch. Der Witwer. Er ist tot. Der Amateurchirurg. Künftiger Vater, Ehemann. Seine Eingeweide sind zerrissen, wie aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Oh Gott, Lisa. Ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Na, es ist wirklich... ja. Schon schön am Tropfen. Bin ich froh, dass wir den aus dem Weg geräumt haben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin so froh. Bäh. Naja. Der perfekte Raum, um ihn sterben zu lassen. Direkt mit den ganzen Leichen, die er geschändet hat, beziehungsweise die Menschen geschändet hat und zu Leichen verarbeitet hat. Okay. Ach so, wir hätten auch durch den Haupteingang gehen können. Ja gut, wollte ich jetzt nicht machen. Ich will das Let's Play in die Länge strecken, deswegen. Okay, dann mal schauen, was da hinten auf uns wartet. James ist ja jetzt nicht mehr so lebendig und ich glaube, da kommt nichts Besseres. Mittlerweile glaube ich da gar nicht mehr dran. Wir kennen ja Outlast. Aber wenigstens Licht. Das Spiel mag uns doch ein bisschen. Hm, schön. Ist es der Mailboard, den wir eigentlich kennen? Es ist mir ein bisschen zu ruhig. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da kann man nichts lesen. Es
ist mir zu ruhig hier. So, Silas Knisley. Steht da? RU,1856 bis... Ah, das kann man nicht lesen. Und hier der Dallare, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der nette Herr. Und Schielauge. Aha. Okay, dann... Oh, ich traue mich gar nicht mehr, Türen zu öffnen. Alter, uns passieren Sachen. Die Aufnahme toppt alles. Alter, was? Erstmal ein neues Spiel laden. Alter, was? Ist das die Kirche? Ist das Kirchengebäude? Warum zündet das jemand an? Eine brennende Kirche. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass sie eine Kirche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Alter, wer hat das Haus angezündet? Das erinnert mich an Vater Martin. War er das etwa? Das glaube ich nicht. Das kann nicht der Priester gewesen sein. Da nochmal die Anstalt. Was, Caution? Der Himmel färbt sich rot. Ach du Scheiße. Auch den Soundtrack kennen wir. Lässt sich offensichtlich immer mit Feuer in Verbindung bringen. Wer ist das? Agenten! Ich glaube, ich kenne die Szene. Hä? Der Doktor? Ich bin hier, Jungs! Diene und beschütze. Private Polizisten, Söldner, private Armee, wie auch immer die sich jetzt nennen, sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus. Entkommen. Ja, könnt ihr mir helfen? Hätte es aber nicht der Doktor, den wir kennen. Also, das ist nicht logisch, weil wir in der Vergangenheit spielen. Und da, ja, in Outlast hat der Doktor noch gelebt. Warum sind die einfach weg? Du kannst doch mal helfen. Oh nein. Unsere Batterien. Scheiße, die schießen schon rum. Nein, ihr glaubt's. Tötet alles, was sich bewegt? Scheiße, wir sind am Arsch. Das sind doch nicht unsere Freunde. Jedenfalls haben sie den gegenteiligen Befehl bekommen. Scheiße. Batterien. Aber wir müssen doch zusammenhalten. Vollgekacktes Bett. Hoffnungslos. Wieder von Helen Granat. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus dem tragenden und finanziellen System von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter soll in allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken, welchen ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben, und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Nice, erstmal totfaken. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung des Patienten 1436-8, 14279-1 und 14868-1 bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt, aber das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war,
um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und sie zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neuen Anlagen gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Granat, Murkoff Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Nice! Ist Wernicke... Wernicke, ist das nicht dieser Alte, den wir ganz am Ende von Outlast getroffen haben? Den uns am Ende erschießen lassen hat? Ich überlege mal, wer Wernicke ist. Ich glaube, das war der, weil der war ja auch alt und gebrechlich. Und ich glaube, den haben die auch irgendwie entlassen oder so. Ich weiß nicht mehr genau.